Björn möchte, dass ich seine Ehe rette. Er hat nämlich herausgefunden, seine Frau Natascha hatte Sex mit ihrem Kollegen. Das ist Herr. Das Vertrauen zu meiner Frau ist weg. Warum hast du das eigentlich getan damals im Roman? Weil ich mir damals auch nicht sicher war mit dir. Ja, dann hättest du es vorher sagen müssen. Ich glaube, ihr gar nichts mehr bringt, ist mein letzter Ausweg. Weil jetzt sag ich schon täglich, dass ich ihn über alles liebe. Wenn ich ihn nicht lieben würde, hätte ich ihn auch nicht geheiratet. Herzlich willkommen, Björn und Natascha. Deine Frau ist zweigleisig gefahren, fast 2 Wochen lang. Wie hast du das herausgefunden? Das habe ich per Telefonanruf rausgefunden. Erzähl, was ist passiert? Ich war in Bremerhaven mit einer Lungenentzündung gewesen. Aha. Ich war davor auch am Krepieren gewesen. Ich habe auch zu ihr gesagt, ob Natascha da ist. Und sagte mein Kumpel, nein, ist sie nicht. Ja, aber wo hast du angerufen? Bei dem Kumpel oder bei der Arbeit? Nee, bei ihr auf Arbeit, auch auf dem Handy. Ja, und da ist ja, glaube ich, auch der entscheidende Moment gewesen, wo du dachtest so, da ging dieser andere Mann ans Telefon. Und da bist du stutzig geworden, ne? Da bin ich ja stutzig geworden, ja. Okay, was hast du denn gedacht in dem Moment? So, wer ist das? Was macht er da? Oder? Was das soll. Ja? Weil ich verstehe es heute immer noch nicht, warum. Ich trage es jeden Tag immer wieder rum. Aha. Okay, vielleicht noch mal kurz, um zu verstehen, wie das dann aufgeflogen ist, das Ganze. Du hast Natascha konfrontiert, als sie nach Hause kam. Hast gesagt, wie heißt der Typ? Markus. Wieso ist Markus an deinem Telefon gewesen? Weil ich ihm das gegeben hatte. Ja, aber das war ja die Frage, die Björn dir gestellt hat. Und schlussendlich bist du dann eingeknickt und hast gesagt, pass auf, ich muss dir was beichten. Ja. Mhm. Darf ich dich fragen, wieso du mit Markus diese Affäre hattest? Weil ich mir damals nicht so sicher war mit meinem Ehemann. Ja, das ist nämlich spannend. Ihr habt seitdem, das ist das Interessante, ihr habt nach diesem ganzen Kram, der da passiert ist, geheiratet, ja? Obwohl so eine Krise war, wieso hast du gesagt, ich will sie trotzdem heiraten? Ich habe sie aus Liebe geheiratet. Wolltest du sie auch? Ja, das klingt schön, aber... Bist du. Wäre es so, dass du sagen würdest, ich kann damit auch leben, das war eine Krise, die wir hatten, die haben wir aber bewerkstelligt und sind gestärkt daraus hervorgegangen, dann würde ich sagen, super, toll. Ich habe zu ihr nur gesagt, wenn das wieder vorkommt, drücke ich meinen Anwalt und muss leider die Scheidung einreichen, weil ich mache mich damit kaputt. Ja, aber du weißt aber auch ganz genau, dass ich das nicht mehr machen werde. Nur das ist ja das Blöde, ja, weil ich finde, das ist schon so eine belastete Grundsituation, die ihr da mit in die Ehe eingebracht habt. Ja? Wäre es nicht schlauer gewesen, die Ehe erstmal ein bisschen auf die lange Bank zu schieben und euch erstmal wieder emotional ins Lot zu bringen? Tja, ich habe nicht früh genug drüber nachgedacht. Ja, das ist immer schlimm. Ja, sollte man immer ja vor halt der Ehe tun, ne? Ist schnell geschlossen, ja. Aber Ehe schließen geht schneller, als Ehen aufzulösen meistens so. Foto aus schönen Tagen noch, oder wie? Ja. Hast du schon mal bereut, dass du sie geheiratet hast? Eine Woche später habe ich es doch bereut, ja. Oh, ouch. Ja. Natascha, das tut weh, wenn man das so hört, ne? Du? Natascha, hast du denn gedacht, er hätte das Thema emotional abgeschlossen, oder wie? Weil ihr redet ja auch fast täglich davon. Mensch, also das heißt, eure gesamte Ehe, die ja noch so jung ist irgendwie, 2-3 Monate alt, glaube ich erst, die ist immer noch belastet durch den ganzen Kram, ja? Mhm. Jeden Tag gibt es Streit deswegen? Fast täglich. Oh Mann. Warum seid ihr hergekommen? Was wolltet ihr? Um unsere Ehe zu retten. Mhm. Ja. Die Frage ist ja nun tatsächlich, welche Rolle spiele ich dabei? Was kann ich da für euch tun? Weil jetzt sage ich schon täglich, dass ich ihn über alles liebe. Wenn ich ihn nicht lieben würde, hätte ich ihn auch nicht geheiratet. Mhm. Aber warum hast du das eigentlich getan damals im Roman? Weil ich mir damals auch nicht sicher war mit dir. Ja, dann hättest du es vorher sagen müssen und mir nie erst vom Buge wegholen. Weil ich wurde schon 2-mal richtig verarscht. Ja. Natascha, darf ich dir eine Frage stellen? Ja. Aus den Vorgesprächen weiß ich, dass das eine Frage ist, die du ganz unangenehm findest. Aber ich glaube, mit der Beantwortung dieser Frage könntest du dir selber unter Umständen einen Gefallen tun. Wir wollten schon vor der Sendung, weil wir ja immer mit unseren Gästen vorher sprechen, ne, wissen, warum du dich letztendlich für Björn und nicht für den Markus entschieden hast. Weil die Schmetterlinge im Bauch viel mehr stark waren für ihn statt für den anderen. Der andere, mein Ex, hat mich auch nur verarscht. Aha. Und dieser Markus? Der hat nur an seine Ex gehangen, statt an mir. Aha. Warst du verliebt in ihn? Am Anfang vielleicht, aber am Ende nicht mehr.
Aber das ist doch eigentlich der Punkt, um den es hier geht. Dass sie einen riesen Fehler gemacht hat, keine Frage. Ja. Dass ich es kritisch sehe, dass ihr euch so schnell auf diese Ehe eingelassen habt, bevor ihr überhaupt alles geklärt habt, ja, auch emotional. Okay, ist jetzt passiert, müsst ihr selber mit zurechtkommen. Aber eigentlich liegt doch die gesamte Beantwortung eurer Problematik in der Antwort dieser Frage. Sie hat dich einfach viel mehr geliebt. Kann dich das nicht tröstlich stimmen, so ein bisschen? Ja, ich bin damit psychisch total krank geworden, ne? Damit irgendwie klarzukommen. Ja, aber nun ist der Punkt, sie kann ja... Ich bin ja auch wegen ihr nach Bremerhaven gezogen. Ich habe vorher in Boke gewohnt. Aber was soll sie denn... Okay, dass sie einen Fehler gemacht hat, ist keine Frage. Aber was soll sie denn jetzt noch tun, damit du aufhörst, ihr das täglich vorzuhalten? Mich mal mehr in den Arm nehmen. Also sie zeigt dir das nicht genug, ich ja? Ich nehme dich doch schon auch zwischendurch zeigst du es mir ja nicht mehr. Ja, wenn mehr. Du am PC sitzt und so, dann weißt du ganz genau, dass ich dich in Ruhe lasse. Ja, wenn ich meine Arbeiten mache, wie bei Facebook und so, das ist normal Alltag bei mir, das ist so. Also du kommst aber auch nicht Moment, auf mich das ist ja, Natascha, das ist ja jetzt ein ganz, ganz guter Ansatz. Also er ist offensichtlich ein Typ, der da sehr empfindlich ist und der eine wahnsinnige Zuwendung braucht. Das heißt, der Weg kann ja nur sein, dass du sozusagen ihm einfach wirklich probierst zu vermitteln, er ist für dich die absolute Nummer eins und dann kommt auch ganz lange wieder eine Nummer zwei, noch eine Nummer drei, so. Ja, indem du ihm wirklich täglich zeigst, ich liebe dich, du bist das Wichtigste für mich. Ja, im Gegenzug musst du aber auch aufhören, weil ich sehe es ja, dass sie total belastet ist dadurch, ihr das immer wieder vorzuhalten. Du hast dich entschlossen, sie zu heiraten, du wusstest, dass sie diesen Fehler gemacht hat, ja, und das gehört dann auch einfach dazu zu sagen, jetzt ist das Thema auch irgendwann mal abgegolten, weil der Markus spielt, glaube ich, ja gar kein... Markus Ewigkeit nicht gar mehr. Keine Rolle seit mehr. Fast 4 Jahren nicht mehr. Ja, so lange ist das Ganze her. Ja, so 3,5 bis 4 Jahre. So lange hältst du mir das täglich vor. Entweder entscheidest du dich, ihr zu verzeihen, dann tust du aber auch endlich, ja, oder löst dich aus der ganzen Sache. Aber das ist nicht in Ordnung. Du kannst jemandem nicht einen Fehler, den er gemacht hat, den sie gemacht hat, den kannst du ihr ja nicht den Rest deines Lebens unter die Nase reiben. Das tut man einfach auch nicht. Okay? Ja, soll sie auch mal ein bisschen mehr auch mal Rücksicht auf mich nehmen. Ja, also das ist ja die Message. Also ich glaube, das ist so der Weg raus. Du musst ihm offensichtlich doll immer wieder zeigen, wie gut du ihn findest. Im Gegenzug, hör auf, es täglich auf den Tisch zu bringen. Ihr habt sonst keine Chance, okay? Ich wünsche euch alles Gute. Viel Glück. Kannst das Beste draus machen. Danke, Britt, dass du uns geholfen hast. Dankeschön.